Es gibt etwas, das mag die Mauer nicht. Es schickt den Frost darunter, dass der Boden schwillt und wirft die Steine oben in der hellen Sonne ab. Ich gab dem Nachbarn hinterm Berg Bescheid. Und tags darauf schreiten wir die Grenze ab und bauen zwischen uns die Mauer wieder auf. Bevor ich eine Mauer baue, will ich's wissen. Was schließt die Mauer ein, was aus? Und wen habe ich damit vielleicht gekränkt? Es gibt etwas, das mag die Mauer nicht. Das will sie brechen. Hey, da läuft eine Ladung Buntes. Was ist denn da hinter mir los? Ich tröste dich. Du hast gerade eine schwere Zeit. Danke, Baby. Trost kann ich im Augenblick gut gebrauchen. Hallo! Willkommen bei Essen machen. Hallo. Mein Name ist Marco und ich arbeite für Jean Puff Daddy Doody Money Combs. Das sind Puffys Kinder. Er bat mich darum, mit ihnen eine Testfahrt zu machen. Im neuen Aston Martin DB9 Volante. Können wir uns kurz unterhalten? Natürlich. Kommen Sie mal mit. Seid brav, Kinder. Ich weiß, was Sie denken. Wieso sind Puffys Kinder weiß? Berechtigte Frage. So viele Prominente bevorzugen die Adoption von schwarzen Kindern. Wissen Sie, was er tat? Mhm. Er fuhr in die Schweiz und adoptierte zweimal einen kleinen Vanillepudding. Tucker, lass das! Ich weiß, was das soll, okay? Ach so. Was meinen Sie, wie oft Leute hier reinschneien und versuchen, sich mit sehr vielen schönen Worten eine Testfahrt zu erschleichen? Oh, das nervt. Hey, ich fall nie darauf rein. Aber ich sehe, Ihre Tochter ist krank. Dass du in Jessie verknallt bist. Also, wissen Sie was? Ich glaube, ich mache meine Ausnahme. Die Perücke steht hier nicht mal, also zieh sie aus. Ich mein's ernst. Kein Fall. Das ist meine Perücke. Sie ist doch krank, oder? Du bist in ihn verknallt. Hör endlich auf. Du bist echt blöd. Sehr krank. Okay, Anwesenheit. Grace. Hier. Tucker. Hier. Wie heißen Sie? Anthony. Und Anthony ist auch hier. Sehr schön, Anthony. Willkommen in unserem Klassenzimmer. Also, Kinder, außer auf der Autobahn bekommt ihr ein Auto wie dieses niemals auf volles Tempo. In einer Stadt wie Los Angeles wird es eher darum gehen, was für ein Sound es macht, wenn man aus dem Stand Gummi gibt. Ja, aber Kinder, vor uns liegt der Robertson Boulevard. Hier wird also niemand aus dem Stand Gummi geben. Habe ich recht damit? Ja, natürlich. Dankeschön. Verdammt! Fluchglas! Das Fluchglas enthält alles Geld, das wir haben, um dich auf die Uni zu schicken. Du solltest dich freuen, wenn ich fluche. Wenn du fluchen darfst, dann gilt das für alle. Willst du das etwa? Für genau eine Minute ab jetzt darfst du fluchen. Kackpisser! Ich werde eine Weile außer Gefecht sein. Du musst auf Kugel aufpassen. Oh, das sind so viele furchtbare Nachrichten auf einmal. Aber was ist mit meinem Traum? Ist denn Gott nicht der Meinung, dass ich nach meinem Glück streben darf? Nein! Na dann, danke. Diese Broschüre könnte ihr Leben retten. Es geht um unseren Vater. Da müssen wir zusammenhalten. Kommt gar nicht in Frage. Was ist hier passiert? Das hier. Oh, was mein hast Gott. Du? Das hast du zugelassen? Nein, ich habe nur unschuldig Videospiele mit dem jüngeren Kind gespielt und... Tucker! Tucker, tolles Kind. Du hast die Wahl, egal welche du willst, solange sie einzigartig und fabelhaft ist, genau wie du. Deine Jungs werden das für den Rest ihres Lebens niemals vergessen. Diese Zeit wird sie als Männer prägen. Wir haben beide unser Leben lang gehofft, etwas Großes zu werden. Und jetzt sind wir endlich dazu aufgerufen, etwas zu tun, was von uns echte Tapferkeit erfordert. Baby,
Willkommen bei Aston Martin. Also Kinder, worum es geht, ist, was für einen Sound er macht, wenn man aus dem Stand Gummi gibt. Hier wird niemand aus dem Stand Gummi geben. Natürlich nicht. Dankeschön. Ich hab Angst. Das weiß ich. Spring rein. Ich werde auf dich aufpassen. Als wir klein waren, taten mein Bruder Noah und ich immer so, als seien wir Helden. Wir waren die Einzigen, die die Welt retten konnten. Doch vielleicht sind wir einfach nur normale Menschen, diejenigen, die gerettet werden.